Ja, meine Freunde, da sind wir wieder. Das Spiel hat sich natürlich aufgehängt bei, nachdem wir gestorben sind, deswegen der Cut. Und ja, auf ein neues, aber vorher möchte ich noch hier. Dankeschön, Dankeschön. So, da sich das Spiel aufgehängt hat, machen wir das Ganze jetzt nochmal. Oh Gott, meine Hand ist kaputt. Ich habe Remy kaum Können wir. erkannt. Ich muss gleich mal gucken, ob wir diesen Gefallen da oben einfordern können. Das wäre richtig cool eigentlich. Nee. Leider nicht. Lass mich hier raus, die Cops können mir helfen. Die Cops können dir nicht helfen, Junge. Ja. Der fucking Reifen muss irgendwie halten. Oh, da stehen noch mehr. Können wir das jetzt machen? Haha. Hey, du dummes Schlampe. Ich muss Ja. Das ist keine gute Idee. Lass mich raus, verdammt! Was glaubst du, wie lange du da draußen überlebst? Marcano gibt keine Ruhe, bis er dich gefunden hat. Er hat mir die Hand gebrochen! Ich bin nur noch heim. Ich weiß. Pass auf, ich habe da einen Freund, der wird dafür sorgen, dass du erstmal in Sicherheit bist. Wenigstens so lange, bis sich alles beruhigt hat. Ich fahre immer so, mach dir nichts draus. Du hast mir das Leben gerettet. Nicht der Rede wert. Genau, nicht der Rede wert. Wir bringen ihn jetzt hier schön zu Donovan. Ich dachte eher, er bringt ihn wieder zum Pater. Aber Donovan ist der Glückliche, der sich um ihn kümmern darf. Bist du high oder was? Nein. Du bist ja schlimmer als die Irren im Country Club. So. Was wurde aus Steven DeGarmo? Lincoln hat ihn angeschleppt und ich habe ihn weggeschafft. Also wissen Sie, wo DeGarmo ist? Das werde ich euch Arschlöchern verraten. Guten Morgen, Miss Marcano. Ich bringe Ihnen das Frühstück. Dann lassen wir mal ein bisschen frische Luft rein. Und etwas Sonne kann auch nicht schaden. Schon besser. Sie behaupten also, dass Lincoln Clay Mrs. Marcano nicht umgebracht hat? Er hat Frauen nur umgelegt, wenn es gar nicht anders ging. Fällt mir sehr schwer, das zu glauben. 1967 waren wir mal in einer Bar in Saigon und so eine Schlitzaugennutte wackelt auf uns zu. Ihr Minirock geht kaum über den Arsch und sie will jedem von uns einen blasen. GI wollen Sucky Fucky? Hm? GI wollen Bum Bum? Auf einmal zieht sie eine Granate. Drei Jungs sind sofort tot. Ein paar Marines in der Bar wollen sie köpfen, auf der Stelle. Aber Lincoln, der hält sie auf. Er hält die Marines in Schach, bis die MP eintrifft. Warum sollte er Olivia Marcano umlegen, wenn er es bei dieser Drecksschlampe auch nicht getan hat? Lincoln hat mir mal gesagt, auch wenn er die andere Wange hinhält, würde das in dieser Welt nichts verändern. Ich habe über 40 Jahre lang versucht, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Ich habe mir in die Tasche gelogen. Die Realität sieht anders aus. Mitleid ist ein Zeichen von Schwäche. Aber Geldgier eine Tugend. Die Armen gelten als moralisch korrupt, während jeder Exzess der Mächtigen gefeiert wird. Wir schicken junge Leute in den Tod. Und wofür? Damit irgendjemand noch ein bisschen reicher wird? Lincoln hatte recht. Er hatte von Anfang an recht.
Es wird nie wieder einen geben wie Dr. King oder Bobby Kennedy. Aber es wird immer wieder einen Sal Meccano geben. Oder einen Sammy Robinson. Ja, und auch einen Lincoln Clay. Die Menschheit ist grausam und brutal. Ja, wo er recht hat er recht, nicht wahr? Ich denke mal, dass wir jetzt wieder ein Gebiet zu verteilen haben. So sieht's aus. Olivia Meccano, und wir waren's ja anscheinend tatsächlich nicht. Sonst hätten wir sie auch schon vorher umbringen können. Bin gespannt, wie du mich diesmal über den Tisch ziehst. Niemand steht uns mehr im Weg. Wir kontrollieren jetzt die Stadt. Schon klar, Bruder. Du bist letztes Mal zu mir gekommen, hast aber immer noch Zweifel. Fragst dich, wie eine Frau in dieser Welt mit einem Mann Schritt halten will. Kann ich dir sagen, mit Hilfe sehr vieler Patronen. Ich will dir mal was sagen, klipp und klar, Junge. Mich in der Stadt rumzuscheuchen, ohne mir Geschäfte abzugeben, das wird nicht mehr lange gut gehen. Da muss ich was verpasst haben. Wusste gar nicht, dass du dort aktiv bist. Ich war immer loyal, egal was du getan hast. Ich bitte dich, vergiss das jetzt nicht. Du weißt nicht, wie lange ich von diesem Moment geträumt habe. Das hier, das ist, was zählt. Scheiß auf Meccano und den Rest. Man hat nicht oft Gelegenheit, der Welt zu zeigen, aus welchem Holz man geschnitzt ist. Das ist deine Chance. Ich halte zu dir. Dabei hätte ich dich einfach an Meccano ausliefern können. Loyalität will belohnt sein. Da hat er nicht ganz Unrecht. Zeig, dass du Ehre im Leib hast. Du, halt die Schnauze, du gehst mir auf den Sack. Bleib bei deiner Linie, Linker. Du hast schon drei Dinger. Du hast auch drei Dinger. Du kontrollierst aber schon einen Laden dort. Und du auch. Aber du kriegst nichts, weil dich mag ich nicht. Du bekommst es. Der hier geht an Skelette. Danke dir. Mein Leben lang wurde ich immer von irgendeinem Arsch ausgenutzt. Aber was wir hier machen, hat Zukunft. Uns wird so schnell keiner mehr verarschen. Dachte schon, ich bin Alligatorenfutter. Naja, insofern, alles gut. Mann. Weißt du, wie lange ich darauf gewartet habe, dass mal einer zu seinem Wort steht? In meinem ganzen Leben bist du, Lincoln Clay, der erste Motherfucker, der das wirklich gebracht hat. Danke. Das war erstklassige Arbeit. Hätte selbst nicht besser hingekriegt. Wahrscheinlich. Ich hatte irgendwie gedacht, Lincoln hätte uns inzwischen längst alle umgelegt. Was wir hier geschafft haben. Meccano die Stadt wegzunehmen, ohne uns dabei gegenseitig umzubringen? Darauf können wir stolz sein. Ich geb's zu. Ich hatte Zweifel, aber das ist vorbei. Du hast alles gehalten, was du versprochen hast. Es ist toll, dass ich hier mitmachen kann. Das war alles bei Gott kein Zuckerschlecken. Aber wir haben's geschafft. Und jeder Schwanzlutscher in dieser Stadt weiß jetzt, dass die Straßen uns gehören. Wir haben bewiesen, dass Meccanos Weg falsch war. Die Lügen, die Hinterlist, der Betrug. In diese Richtung muss es nicht laufen. Sein Weg endet hier mit ihm. Burke hat ja ganz locker reagiert. Ich dachte, er rastet jetzt komplett aus. So, dieser Santiago ist aber auch noch da, ne? Oder wie der heißt. Wir müssen mal kurz auf die Karte gehen. Wo ist dieser komische Drecksvogel? Genau, hier. Dieser Typ. New Bordeaux. Auftritt der Teufel. Locke Sant'Angelo heraus. Das ist also unsere nächste Mission. Gehen wir sie an. Gehen wir sie an. Aufgeladen sind wir soweit. Wo ist unser Gewehr? Wir haben gar kein Gewehr. Oder was? Naja, egal. Wir fahren erstmal in die Richtung, weil das ist ja schon ein ganz schönes Stückchen, das wir hier fahren müssen. Ehrlich jetzt, von dem Gebüsch aufgehalten. Von dem lächerlichen Gebüsch.
So, Cassandra und Vito sind natürlich auf unserer Seite. Die haben ja jeweils 4 und 3 Gebiete bekommen. Burke hat nur 2 Gebiete bekommen. Und das auch nur aus Kulanz, nicht weil ich ihn mag. Aber er hat überraschend ruhig reagiert, oder? Der hat mich sonst immer zur Sau gemacht und mir gedroht und was weiß ich alles. Aber diesmal... dieses Mal nicht. So, wir haben noch diesen Sant'Angelo. Den Sal Macano da engagiert hat, der uns kalt machen soll. Und das dürfte eigentlich der letzte sein, der uns im Weg steht, um an Macano ranzukommen. Der soll uns kalt machen, aber das werden wir nicht zulassen. Nur noch eine Hürde bis zum Etappenziel. So. Der Weg dahin ist leider wieder etwas beschwerlicher und länger. So, hier über den Fluss müssen wir rüber. Jo, ein schöner Drift hier. Ja. Ich weiß doch gar nicht, was dieser Arsch... aber wir müssen auch noch den Sohn umbringen, oder? Ich möchte ja Sal Macanos Sohn, diesen drum kleinen Wichser, auch noch sehr gerne erwischen. Was? Vergeltung, erledige Sant'Angelo. Haben wir den schon rausgelockt, den Pisser? Ich höre nicht auf, bis du 2 Meter unter der Erde liegst. Hals, Maul! Oh, das schaffen wir nicht. Oh, shit. Das war ein bisschen zu viel. Da, ja, du brauchst gar nicht mehr die Bullen rufen, du Penner. Ich wurde schon umgelegt. Ah, doof, 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 doof. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich direkt angegriffen werde. Schade, sonst hätte ich direkt meine Handgranaten ausgerüstet und die Autos abgeworfen. Und dann wäre das eigentlich ganz schnell erledigt gewesen. So war es ein bisschen doof, ne? Ein bisschen doof, aber ich denke, wir werden es schon hinbekommen. Aber wäre krass, wenn der so schnell kommen würde und so schnell auch draufgehen würde. Ich höre sie nicht, wenn sie Scheiße über mich flüstern, dass ich mir das mal gesetzt. Uno momento. Hals, Maul. Ist nicht verfügbar. Ach, Hals, Maul. Ehrlich ist, weil ich mit einer Waffe da rumlaufe. Lass mich in Ruhe. So, hier werden wir nicht weiter gesucht. Vergeltung. Wow. Nein. Nein. Boah, wie ich gar keine Chance habe. Ey, wie soll ich denn die aus dem Weg bekommen? Scheiße. Das sind so viele, die gehen einfach richtig drauf, die dummen Penner. Ich muss ja schon mit der Waffe im Anschlag durch die Straßen rennen, damit ich überhaupt mich wehren kann gegen die. Toll, jetzt sind wir tot. Jetzt sind unsere Handgranaten, glaube ich, wieder weg oder so. Kann das sein? Ja, ist ja total behindert, ey.
Kannst du mir Nachschub rüberschicken zum French Ward? Ich mach mich schon auf den Weg zu dir. Auf jeden Fall, komm hier hin. Direkt vor die Tür, wenn ich rausgehe, gibt's wahrscheinlich direkt die Vergeltung. Würdest du hier direkt vor die Tür kommen, Mann? Was bist du für ein Assi, echt? Muss ich erst da 100 Kilometer rennen, bis ich zu dem Penner komme, ey. Drecksau. Zeig, was du auf Lager hast hier. Ich brauch mal... Mann, ey, es wäre viel geiler. Nachschub. Ach was, ich kann jetzt Adrenalinspritzen kaufen. Und eine schusssichere Weste. Das wusste ich ja gar nicht. Lincoln Clay Verbesserung. Auf jeden. Auf jeden hier. Ich kann noch mehr Spritzen jetzt kaufen, oder? 6 Spritzen. Oh, das hätte ich mal vorher sehen sollen. Sprengstoff, ja. So, das voll. Einen Moment. Ah, warte, da waren gerade... Ja, ist egal. Wir machen das erstmal so. Du weißt, wie du mich finden kannst. Auch wenn die Klamotten schon feucht sind. Ich flüchte in den Park rein. Vergeltung, ihr Pisser. Wo kommen die? Ruf ruhig die Bullen, ist mir scheißegal. Mach Santiago fertig. Oh nein, halt's Maul. Halt's Maul. Ihr Wichser. Es gab ein Fettungsdelikt im French Ward. Der Verdächtige wird beschrieben als männlicher Farbiger. Bitte Einsatz bestätigen. Halt's Maul. Die Drecksbullen im French Ward sollen mich in Ruhe lassen. Verstehe. Haha. Na, von wo? Von wo? Scheiße! Halt's Maul, geh drauf, du Penner. Ich geh voraus! Ihr blöden kleinen Scheißer. Jetzt hab ich euch. Hau ab, sonst knall ich dich ab. Doch nicht so schlimm wie erwartet. Läuft denn hier wirklich jeder mit der Knarre drumlaufen? Nerven, junger Mann. Ist das eine Waffe? San Angelo. Ist das eine Waffe, die er da hat? Ha! Da bist du ja, mein Freund. Na, mach schon was. Ah, ich mach dich fertig. Du bist also der Nigger. Mein Name ist Lincoln Clay, Motherfucker. Nigger, Lincoln Clay. Das ist für mich ein und dasselbe. Oh, shit.
Holy shit. Mein Name ist Lincoln Clay, ja. Das hätte er sich sicher gemerkt. So, jetzt müssen wir noch mit Donovan quatschen. Aber wir lassen uns mal gerade ein Auto vorbeibringen. Kannst du mir einen neuen Wagen ins French Ward schicken? Na, das ging ja eigentlich recht schnell. Ja, wie kann man den Regen mögen? Regen ist doch kacke. So, raus mit dir. Ich habe hier noch was zu erledigen. Ich weiß das zu schätzen. So, das letzte Kapitel steht an. Wir müssen über Marcanos Aufenthaltsort sprechen. Ist es wahr jetzt? Oh, ja, sorry. Ach ja, du kannst jetzt ruhig die Bullen rufen, das ist mir eigentlich vollkommen egal. Alle verfügbaren Einheiten melden über eine Fahrerflucht in der Innenstadt. Bitte bestätigen. Vollkommen egal, ob die uns suchen. Denn an der Stelle, wo die suchen, sind wir ja schon lange nicht mehr. Jetzt bumm. Ah, schade, ich dachte, sie bekommt die Ampel auf den Kopf. Das wäre lustig gewesen. Okay. Donovan, ich hoffe sehr, dass du gute Neuigkeiten für mich hast und mir eigentlich direkt sagen kannst, ob wir... Aha, ich dachte, die Soundprobleme wären erledigt, aber ich höre, dieser Regensound ist immer noch da. Was bringen diese Updates eigentlich, die die Entwickler raushauen? Ich weiß es nicht. Ist das einfach nur Alibi-Updates oder was? Die könnte man dann aber auch ein bisschen kleiner machen. Weil 3, 4 GB für so ein Update, das mir am Ende nichts bringt, ist auch ein bisschen dreist. So, da wären wir. Donovan. Er ist an seinem Unterschlupf. Dann plaudern wir mal drauf los.